Wir sind heute hier, weil wir von der Bund Jugend sind, weil wir da jetzt seit einem Jahr ungefähr mitmachen. Und wir erstatten heute so einen kleinen Zwischenbericht, was wir in dem Jahr erlebt haben, was wir Neues gelernt haben, wie wir uns gefühlt haben und auch um den Rest der Gruppe ein bisschen kennenzulernen. Wir haben auch bei verschiedenen Veranstaltungen auch mitgemacht, also wo wir unterrichtet wurden sozusagen, und jetzt versuchen wir es halt sozusagen wiederzugeben und halt zu zeigen, dass wir auch jetzt ein Teil des Bund Jugend sind. Wie gehen wir eigentlich vor? Was machen wir eigentlich? Also die Idee aus dem Projekt ist, dass wir einfach mal bei Bundjugendveranstaltungen dabei sind, dass sie die Bundjugend kennenlernen und dann mit der eigenen Person einfach erfahren, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl, was müssten wir ändern, damit ich mich wohlfühle. Also aus der ganz persönlichen Perspektive einfach mal mitkriegen, was die Bundjugend ist. Und dann sozusagen aus diesen Erfahrungen dann Tipps und Hinweise geben, wie die Bundjugend sich interkulturell öffnen kann. Und wir haben auch überlegt, Richtung erneuerbare Energien, beziehungsweise Atomkraftwerk, das war zum Beispiel in Richtung Heilbronn, ist es, mit Atomkraftwerk. Pro Monat gibt es immer so ein Treffen, das heißt Kaffee A, und dann gibt es immer ein Thema, was dann halt vorgestellt wird, wie zum Beispiel, also als ich da war, wurde am Atomkraftwerk in Heilbronn gesprochen. Ja, genau, und wir haben auch mal so eine Stadtführung gemacht mit der Anka und mit der Katharina, genau. Und zwar haben die da uns über Stuttgart so ein bisschen erzählt, wo gibt es zum Beispiel Bioläden. Und dann hatten wir noch so ein Bananenexperiment, sage ich jetzt mal, gemacht. Da wurde uns eine Banane gegeben und dann sollten wir die in verschiedene Teile schneiden und uns ungefähr überlegen, wie viel, also was für ein Anteil von Geld, weil eine Banane kostet ja 30 Cent, wie viel da jeder zum Beispiel Arbeiter bekommt, wie viel der Marktleiter bekommt und so weiter. Und das war ganz interessant, das führen wir später auch vor. Hier. Und Gruppe 4? 4. Und Gruppe 5? So. Jetzt habt ihr alle eine Karte bekommen, jetzt lest es euch mal durch und ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, um euch in die Rolle sozusagen reinzuversetzen. Wenn die Banane jetzt 30 Cent sind, wie viel Anteil von der Banane würdet ihr bekommen für eure Arbeit jeweils? Genau, was unsere Rolle bekommt. Ich würde sagen, wir schneiden das weg. Also sie und also 5 und 1 Spiel. Und jetzt sagt mal bitte noch alle, warum ihr euch ausgerechnet diesen Teil gegeben habt oder warum denkt ihr, dass ihr diesen Anteil verdient? Und stellt euch auch noch bitte. Ah ja, genau. Also wir sind Supermarktleiter. Und wir denken, dass wir den größten Teil davon bekommen, weil wir auch Personal und so weiter bezahlen müssen und die in Ländern wie Deutschland ziemlich teuer sind. Wir haben schlechte Arbeitsbedingungen und kriegen auch den kleinsten Teil von der Banane ab. Wie viele Länder hat einen Dienst besucht, wie sie im Laden landet? Wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind schon einmal geflogen? A, 20.